Der Autoverladekai im Hamburger Hafen. Gerade wird hier wieder ein Frachter beladen, der in den kommenden Tagen Richtung Suezkanal aufbrechen soll. Darunter auch zahlreiche E-Autos. Was Brandschutz und Sicherheit angeht, sind viele Schiffe offenbar nicht ausreichend nachgerüstet. Die E-Autos, die jetzt quasi seit Neuestem in Massen quasi transportiert werden, das gibt es ja erst seit einigen Jahren, da sind die Schiffe noch gar nicht für ausgelegt. Und ob die Besatzung immer jeweils das notwendige Equipment an Bord hat und ob die Schiffe auch so entsprechend ausgerüstet sind, diese Batteriebrände zu löschen, das bezweifle ich. In den vergangenen 5 Jahren hat es 70 Mal auf großen Schiffen gebrannt, vermehrt auf Autofrachtern. Das geht aus einer aktuellen Studie der Allianzversicherung hervor. Eine der größten Gefahren seien die Lithium-Ionen-Akkus, die zum Beispiel in E-Autos eingebaut sind. Auf NDR-Anfrage sagte eine Allianzsprecherin, dass man schon länger prüfe, welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. Denkbar sei auch, die Versicherungsprämie zu erhöhen. Stefan Krüger von der TU Hamburg hat bereits vor 2 Jahren mehrere Schiffsverbände auf Gefahren hingewiesen. Das Löschen von E-Autos ist echt ein kritischer Punkt. Und da ging es aber noch einen Zacken schärfer, weil es da nicht nur darum ging, dass wir E-Autos auf solchen Autotransportern fahren, wo ja relativ wenig Besatzung drauf ist. Da geht es darum, dass sie auf einer vollbesetzten Passagierfähre mit 2000 Leuten so ein E-Auto haben. Und wenn es dann da brennt, dann haben sie ein richtiges Problem. Die Branche wird in Zukunft vermutlich nicht drumherum kommen, neue Sicherheitsstandards einzuführen, und wahrscheinlich werden auch die Versicherer bald höhere Prämien durchsetzen, denn bei Bränden dieser Art geht es um hohe Millionenbeträge.